Zufallsexperimente, beziehungsweise davon die Definition. Was ist ein Zufallsexperiment? Im Grunde genommen ganz einfach. Es gibt drei Regeln, drei Eigenschaften des Zufallsexperiments. Genau dann ist ein Zufallsexperiment vorhanden. Die erste Regel lautet, es gibt einen genau festgelegten Plan zur Durchführung. Wenn wir jetzt einen Würfel würfeln, dann ist das ein Zufallsexperiment. Wir würfeln und haben einen genau festgelegten Plan zur Durchführung. Das bedeutet, wir würfeln einmal, zweimal oder dreimal, das legen wir vorher fest und schreiben dann zum Beispiel die Ergebnisse auf. Also ein Plan ist vorhanden. Ne? Genau, die zweite Aussage, alle möglichen Ergebnisse des Experiments sind vorab bekannt. Das stimmt. Wenn wir würfeln, dann ist bekannt, dass wir eine 6, eine 2, eine 3, eine 4, 5, eine 1 würfeln können. Und insofern ist das vorab, bevor man anfängt zu würfeln, sind die möglichen Ergebnisse, die dabei auftreten oder herauskommen würden, sind vorab bekannt. Ne? Jetzt die dritte Regel ist, das Ergebnis jedes einzelnen Experiments kann nicht vorhergesagt werden. Das ist nämlich die Zufälligkeit. Das heißt, wenn wir würfeln, können wir nicht vorhersagen, ob eine 6 gewürfelt wird oder eine 1 oder sonst was. Ne? Das sind diese drei wichtigen Regeln für das Zufallsexperiment, beziehungsweise das ist hier die Definition. Guckt euch die nochmal an. Genau, das war's schon.